Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter 2 AK Super Mario 64 und 2D AK Mario 64 Buffels.2. Ja, AK Buffels. Buffels, genau. AK leiblich, AK haben zu viel Zeug. SHS Klaus, hallo nach rechts. Ja. Oh, jawohl! Gutes Level. Was? Level ist gut. Egal was du sagst, Level ist Was gut. sieht das denn aber cool Da kann aus? passieren, was will, das Level ist gut. Oh, die Wolken sehen cool aus. Das Level ist gut, die Musik hat's beschlossen. Aha. Das Level ist Natürlich. perfekt. Nur wegen der Musik. Ja, nur wegen der Musik. Das Level ist Sie perfekt. ist so glücklich. Dieses Level ist das Beste, das ich je gespielt habe in Mario 64. Mario 64, ja. Es ist Mario 64 in 2D. Natürlich. Beste Level. Beste Level, ja. Beste Level. Level. Das Level. Bestes Level Level. Los. Es hat die Musik, es ist gut. Egal was du sagst. Die Musik ist auch gut. Das Level ist gut, mit der Musik. Muss ich zustimmen. Scheiß Kuba. Aber das Design ist jetzt nicht so spektakulär. Ist doch egal, die Musik ist gut, Ja, das Level ist gut. gut. Wieso? Der Wieso? Ja, Goomba. wieso? Ehrlich, diese Head Collisions, ey, das geht's doch nicht. Ein oller Goomba hat dich getötet. Ein Das sind dumme Head Goomba. Collisions hier. Ein gottverdammter einzelner Goomba. Das sind Mit schlechte Head Zugang. Collisions, fertig. Das Level ist gut, aber die Head Collisions sind scheiße. Ein Paragoomba. Um genauer zu sein. Super, jetzt ist das schon runtergeworfen. Macht es dir Spaß, Plattformen zu zerstören? Hast du Spaß Ich daran? glaube, das verschmutzt die Umwelt, oder? Ja, eben. Hast du Spaß daran? Klar. Du machst Welten kaputt. Wegen dir sterben Wale. Wale? Ja. Kommst du so Wale? Ja, Umweltverschmutzung. Und Quallen. Jeden Tag stirbt eine Qualle wegen dir. Eine nur? Ja, weil du Plastiktüten verschwendest. Die wurden aus Quallen gemacht. Aber das sind doch nur Plattformen, die ich da. Ach, egal. Umweltverschmutzung ist Umweltverschmutzung, egal wie du es siehst. Ja, aber jetzt nichts mit Plastik und Quallen und Plattformen. Das Ist hängt doch doch nie egal. mit. Das hängt nicht zusammen. Buchen. Natürlich hängt das zusammen. Nein. Ich hatte dabei braune Welle in der Show. Nein, nein, nein. Die Buffels am Mittwoch schon. Einfach. Also, bitte meldet mich nicht mehr bei der Peter. Ich will nicht gesucht werden. Okay, das Level ist scheiße. Nur weil man sich da festhalten muss, ne? Ja, das ist schlimm. Es negiert alles. Festhalten negiert immer alles. Ja. Yeah. Was hast du denn? Das ist doch süß, das ist doch schön. Wow. Ich kann das nicht beim Gamepad. Nein, wieso nicht? Das ist doch einfach. Ist das ein Küchenmesser? Das ist ein Schwert, sagen wir mal, okay. Küchenmesser. Das ist ein Schwert. Bleib mir dabei. Ein Boss. Das ist ein Küchenmesser. Wie viel brauchst du? Was ist das? Was bist du denn? Wie viele Bosse kommen hier überhaupt dieses Spiel nacheinander? Ganz ehrlich, was ist das für ein Vieh? Ein Jump-Boss, der nicht runtergeht. Aber ganz ehrlich, wie viele Bosse kommen? Die waren im letzten Level nicht schon im Boss drin? Ja, ich denke schon. Marvo, du übertreibst mit den Bossen so ein bisschen. Ah! Ist schlecht. Das kannst du eigentlich besser. Nein, was war das denn? Schlecht. Ich weiß, dass das schlecht war, aber wieso? Wieso war es so schlecht? Was ist Weil es schlecht ist. Schlecht ist schlecht, da kann man nichts ändern. Schlecht ist schlecht. Ja, klar. Oh, jetzt ist der gut. Bis wir da vorne wieder angekommen sind, oder? Ja, klar. Kann man normalerweise solche komischen Formen auch im SMB machen, ohne irgendwelche zu editieren, oder geht das nur hier? Ich weiß es echt nicht. Oh Gott. Meisterleistung von mir. Ja, ja, klar. Das schaue ich normalerweise nicht. Das ist für dich also eine Meisterleistung. Das war toll. Ja, du bist so ein Skiller. Das ist einfach unfassbar. Ich beneide dich richtig. Ich hasse diese Sprünge. Ich hasse dich. Die Welt ist schlecht. Alle hassen dich. Jetzt plötzlich selbst mal Bücki, warum ich jeder hasse. Ja, wie diese eine da. Ich wollte keinen Bezug auf Menschen nehmen. Ich will einfach nur selbst mal Bücki, wie jemand anderes. Ja. So, einfach. Weißt du, dieses Let's Play ist eine Vereinigung vieler Insider und Internet-Trollereien. Ja, das ist doch gut. Das ist doch perfekt. Das ist Unterhaltung. Sicherlich. Ja.
Kann man sie nicht töten? Ich glaube kaum. Warum nicht? Das sind eher Küchenmesser, wie gesagt. Das sind Schwerter. Küchenmesser. Schwerter. Küchenmesser. Du kannst wieder zu dem tollen, was auch immer. Dem fliegenden Gewicht. Genau, dem fliegenden Gewicht. Das ist ein Gewicht. Diese Bonbons sehen auch irgendwie schräg aus. Ja, lass mal ganz wissen, aber nur. Was tust du da? Die fallen so schnell. Das ist so irritierend. Dann bleiben wir nicht unter dem Ding stehen. Ah! Das Ding wirft immer schneller. Gott, hör auf damit. Ah! Du bist schlecht, weißt du das schon? Hör auf damit! Soll ich mir sagen, du bist schlecht? Nee, nicht du, das Vieh da oben. Das Ding ist grün, das sehe ich mir. Es stirbt wie ein normaler Gegner. Komm, explodiere, Bubba, explodiere. Ja, es hätte eigentlich einen Knall geben sollen. So richtig Buh und tot und sowas. Aber nein, natürlich nicht. Ist schon okay. Das war ja klar. Es war so klar, dass es nicht direkt zum Boss geht. Es war so klar. Ja. Flying Temple. Ich muss runtergehen. Du musst zum fliegenden Tempel. Cool. Wir lassen das einmal die Musik auf uns wirken. Hört sich doof an. Jetzt noch. Noch. Ja. Schokoladenjobs oder was? Ja. Und fliegende Sachen. Achtung, Feuer! Bei einem fliegenden Tempel habe ich mir mehr Wolken und mehr Nichtboden erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ach, ist doch egal. Sei doch froh, dass ihr weniger nicht. Oh! Leitern. Danke, Timo. Dein Spezialgebiet. Lass da Boden sein, danke. Du magst doch Boden, gib's zu. Ich mag Bohnen auch nicht, genauso wenig wie Boden. Bohnen sind doof. Boden ist toll. Ich glaube, da unten ist kein Boden. Glaube ich auch kaum. Nachdem ich gefragt habe, sehr schön. Midway Point, yes. Ich habe Angst. So, da ist der Leiter runter, du musst runter. Ich habe vor der Langte Angst. Ah, da kann ich runterlaufen. So. Hast du eine Phobie davor, Verleiter? Ich denke ja, oder? Was? Du hast eine ausgeprägte Phobie vor Leitern. Auf allgemein. Und versoffen. Leitern haben mein linkes Ohr um 20% schlechter gemacht. Ne, mein rechtes Ohr war es. Da war es mein linkes, ich weiß nicht mehr. Wie das? Ich habe mich mal an einer Leiter im Kopf gestoßen und deswegen höre ich von einem Ohr schlechter als vom anderen. Okay, das ist es schlecht. Ich weiß. Die Leitern haben dein Leben vermiest. Ja. Ist was Computerspielen und damit heißt das Spaß. Ah. Ja, es ist so. Es ist böse. Ich spiele allgemein immer mit Headset. Ja, ich auch, weil der Klang einfach lauter und besser und dann kann ich auch lauter machen. Und dann Headset kann ich den Leuten nicht so laut machen, das ist schlimm. Ja. Die Headset haben mein Leben bereichert. Sie haben mich aus mir einen anderen Mann gemacht. Ja, natürlich. Total. Ach Gott, wenn da kein Boden gewesen wäre, ich wäre tot gewesen. Das wäre so schön gewesen. Nein. Das Level gefällt mir, weil es ist ziemlich einfach sogar. Nein! Warum? Ich hab runtergedrückt, um runterzugehen. Nee, bei der Pegel ist halt... Lautstärke Pegel, geh bitte wieder, was soll das, okay. Welcher Pegel? Mein Pegel? Nein, mein Pegel. Aber warum? Warum? Bitte, ich hab so runtergedrückt zum Runterklettern. Ist doch cool. Nein, warum bin ich gestorben? Wow, was fucked up. Ist doch cool, du bist runtergesprungen. Nee, ich bin nicht gesprungen. Ich hab nur runterklettern. Ja, total. Ihr Leitern, ich wusste, ihr seid böse. Ich glaube dir nicht, Rufen. Die Leitern in diesem Spiel sind scheiße gemacht worden. Fertig aus. Sind sie nicht? Doch. Warte mal, ich muss was zu testen. Hier, noch einmal nach unten drücken. Ja, ich hab nur noch runtergedrückt, gestorben. Ja, klar. Doch. Ja, Rufen. Klar. Ich glaube dir nicht. Du lügst. Fick dich. Das hast du mich zutiefst beleidigt, das weißt du. Ja, du hast mich auch beleidigt. Ich glaube, ich breche jetzt das LP ab mit dir. Oh Gott, nein. Wegen so einer harten Beleidigung. Das ist doch nicht normal. Beleidigt mich als Lügner, das ist noch schlimmer. So geht eine Freundschaft zu Ende.
Ja, okay. Das Level war schön, das hat mir gefallen. Aber trotzdem, wieso sterbe ich bei Leitern, wenn ich zu rechts bin und drücke? Warum? Ach, was weiß ich. Nintendo, das ist scheiße, bist du. Ist doch egal. Marvo, du kannst das fixen. Du bist doch Programmierer oder Mario Hecke. Du kannst das doch besser. Hey, jetzt noch Castle. Das ist Castle 7. Nummer 8, oder? 7. Schade, wie Marvo 7. Das ist also, muss doch schlecht sein. Schlecht. Ja, total schlecht. Weil ich links wieder überleiten muss. Ach so. Siehst du? Ich drücke hoch und es passiert nichts. Ach schön, du bist so gut drauf. Ich würde diese dummen Dinge nie in einem Hack verwenden. Nie. Ah, nein. Nicht fair. Das war definitiv nicht fair. Doch. Nein. Das war's schon dort. Vergiss den Pilz rechts nicht. Ja, rechts. Gute Sachen sind immer rechts. Siehst du, wie ich sag doch. Hallo! Ich sag doch, Leute sind schlecht, oder? Ich sag's doch. Der muss sich daran hängen. Ich. Sag doch, das ist schlecht. Der hat sich da nicht festgehalten. Also sag ich doch, ne? Das ist nicht gut. Ah ja? Echt nicht, das ist unfair. Marvo ist rechtsradikal. Nein. Was ist denn da links? Links ist schlecht, aber okay, ich lang. Wie einfach alles als rechtsradikal bezeichnet. Ich geh nach links, aber hier ist nichts. Ach, ich muss das Rampolin gleich da oben kriegen, aber hier will ich ihn mitnehmen. Na super. Das ist ja, Wolken im Hintergrund sind auch gar nicht irritierend. Ist doch klar. Was du machen musst, oder? Diese Wolken sind so gar nicht irritierend. Nein. Nee, sind sie eben nicht, wie gesagt. Oh Gott. Was denn? Da, der Bowser hat mich erschreckt. Ich habe vergessen, dass er springen kann. Nein, die will ich nicht, die Sonne. So an sich ist das ja von der Musik hier und vom Level durch seinen Aufbau relativ interessant und so, aber Leitern. Ach Gott. Ich habe nicht rum. Das Level gefällt mir nicht, du kannst zu viele Wege nehmen. Ist doch schön. Das gefällt mir nicht. Ein Pilz, das gefällt mir schon mehr. Das hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, wie das hat funktioniert. Du siehst dich so beruhigend. Ah! Was? Was passiert rum? Schlecht. Noob. Kacke. Schlechtes Level. So. Du bist schlecht rum. Nein. So. Das Level ist so. Und vor allem, was ist denn Waypoint? Was weiß ich. Oder sollst du schon wieder kein geben? Wie letztes Schluss? Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich wird die wieder ein Wolkenboss irgend so ein Scheiß. Das wäre sehr wahrscheinlich. Oh, ich habe eine Blume. Wow, das ist fortschrittlich. Ja, Blumen sind sehr fortschrittlich. Vor allem haben wir diesen Hack hoffentlich bald durch. Noch eine Welt hoffe wieso, ich doch. Wieso hoffentlich? Weil ja, es gibt noch Secret Welten, das weißt du doch. Nein, die gibt es nicht. Doch, die gibt's wohl. Nein, die heute gibt's nicht. Und wir müssen noch den roten Switch finden. Nein, die müssen wir nicht finden. Doch, Ruben. Warum? Weil das doch einer der Leute gesagt hat. Nein, der hat Unrecht. Fertig, er hat Unrecht. Du hast Recht. Ich habe Recht, er hat Unrecht. Wir brauchen jetzt einen Switch. Wenn wir ihn brauchen, werden wir cheaten. Nein, wir werden nicht cheaten. Das ist doch unnatürlich und unhöflich. Böse. Wir werden uns wieder geben. Fertig. Ja, das würde mich mal kurz interessieren. Was würde passieren, wenn man letztlich hier Federn geben würde durch Cheats? Dann wäre der Hack kaputt. Nee, was wird denn da passieren? Wird irgendwie so eine Error-Message kommen oder... Ach, da ist es mit J-Point. Nee, die Federn wurden nur nicht verwendet. Es gibt doch Blöcke mit Pilzen drin. Und eben, und die Blöcke mit, Federn so wurden einfach nicht verwendet. Und ja, okay, ich schließe ja mit J-Point ab. Es war beabsichtigt, oder? Ja. Klar doch. Immer. Immerhin, das ist auch froh. Ich krieg keinen Pilz. Ich krieg keinen Pilz. Mein Leben ist ruiniert. Och, komm. Was machst du da? Ist ja peinlich. Mein Leben ist ruiniert, ich krieg keine Pilze. Gott, ab. Du bist echt so peinlich, Alter, ey. Ja, Alter. Aber der hat doch einen Pilz.
So, Gammel hier. Yeah. Tja. Pilzgammel. Ich hab immer Stoff dabei, ey. Jetzt nicht mehr. Doch, ey. Ich schaff das Eisschloss-Ausmaße an hier. Das Schloss gefällt mir. Ich glaube, wir sind schon nah am Ende dran. Ja, das macht, mich traurig. Das macht mich traurig. Das ist echt wunderbar. Welt 8 ist vorbei. Das ist doch mal. Ich glaube, falls Mama, dass ich jetzt wieder, dann ich setze einfach an per PPM. So, damit ich, damit dass ich diesen Müll anschaut. Nein, bloß doch. Nicht. Ich glaube kaum, dass es sich anhören möchte, wie ich ihn dort beleidige. Und wie wir über irgendwelche rechten Sachen reden. Ich sag doch eine Folge, Leute. Ich wusste. Ich wusste es, ey. Guck mal. Eine stumpfe Wolk und Blitze, die du so nicht sehen kannst. Nicht gut zumindest. Ah. Ja, Power Rangers. Hörst du's? Ja. Power Rangers. Oh Mann. Das ist schön. Oh Gott. Ha! Ich bin gut. Das war ein sehr schwerer Boss. Ich fand ihn schwer. OTH 2. Ich fand sogar den Wespenboss schwieriger. Oben schon OTH 2, ja, das kann gut sein, aber. OTH 2. OTH 2. Ja. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Welt 8. Welt 8, das ist das Finale, denke ich jedenfalls. Hoffe ich doch. Das macht mich traurig. Ich mach's traurig, mich freut es. Oh, dachte man nicht. Das Finale ist Strand. Beach Party. Okay. Och, musste das denn jetzt sein? Jede gute Party wird durch ein Scrolling-Level zerstört. Und diese Musik. Hör sie dir an. Was ist das für eine Musik? Das ist Lady Gaga. Nee, ehrlich? Doch. Keine Ahnung, kenn ich. Pokerfricht. Wieso seid ihr Mannscher? Ehrlich? Sind alle Mannscher nebenbei. Die Level, die gefällt mir. Auch wenn die Musik zum Kotzen ist. Nee. Jede gute Party wird durch so eine Musik und ein Scrolling-Level zerstört. Das ist auch cool. Der Fuß hat so keine Relevanz, echt. Der fasst die Fuß nicht für sich. Aber die tanzen toll, das muss man sagen. Ja, stimmt schon. Okay, jetzt erkenne ich es auch. Och, komm. Wow, du hast erkannt, du Held. Ist doch offensichtlich Lady Gaga gewesen. Ja, das habe ich nicht lange erkannt. Ich höre mir halt die Musik nicht an. Ja, ich auch nicht, das ist es ja. Aber ich höre mir nur Justin Bieber und Haftbefehl an. Beste. Pro. Aus Loch stillem Jugend. Okay. Ich höre mir nur Justin Bieber und wie heißt das? Was hab ich mal gesagt? Haftbefehl an. Meine Worte ist dunkel. Dunkel Horizont. Haftbefehl ist das Beste. Pro. Das Level ist so stumpf. Wie kommt noch sowas? Auf tanzende Figuren aus dem Mario-Universum mit Pokerface am Strand. Ich meine, die Koopas üben. Nee, die Ninjas sind die besten. Ja. Die kreisen mit ihren Armen. Der Goomba ist auch toll. Schau mir die an, der Goomba. Ja, aber so schlecht. Ich brauche Pilz hier. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Ich will Pilz da. Brauchst du nicht. Doch. Nein. Rechts. Kann man eigentlich für irgendeinen so dummen rechtsradikalen Scheiß eigentlich für YouTube Strike bekommen? Ich glaube schon, ja. Es ist sehr schlecht. Es gibt ja keine Idee in Deutschland, dass deswegen gesperrt sind. Ach, scheiß drauf, da werden wir schon nicht. Wir machen ja eine Scherze drüber. Scheiße. Wir machen ja nur schlechte Scherze drüber. Ja, genau. Rechtsradikalismus ist. Moment. Rechts ist schlecht. Wow. Fertig. Also offizielles Statement, alles was ich außer diesem Satz hier sage, ist falsch. Meine ich nicht ernst. Das ist Neonazis, Rechtsradikalismus, ich habe keine Ahnung, ob da was richtig ist. Er rechtfertigt sich. Ist schlecht, ja? Ganz schlecht, so, ne? Ja. So, YouTube, jetzt kannst du mal wirklich versperren. Ha. Dies ist nur eine Parodie. Fertig. Das hast du vorgesorgt. Dies ist eine Parodie. Bitte nicht ernst nehmen. Kann man die Musik nicht mit ihm was kannst du auch mit Push-Ups und so weiter hoch runter drücken. Genau, sehr schön. Ist auch ein Takt.
das sinnlos. Richard Proof. Mario nicht. Renn durch schnell, bevor die Ninjas Eier legen. Oh Gott. Das ist ein Wut. Mit Waypoint erst. Das kommt Boss oder was? Ein tanzender Koopa. Ich hoffe. Oh nein, das erinnert mich an Tanzen. Epilepsie-Anfälle. Yay. Wave Party. Ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Das ist schade. Also falls jemand diesen Song kennt, in den Kommentaren posten, der bekommt einen Keks von mir. Einen virtuellen Keks. Einen virtuellen Wave Keks. Party. Was mache ich da? Ah. Du hast die Boxen durchlaufen. Aber auf mir draufsteht, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Der macht Moonwalk. Oh Gott. Was ist das? Du kannst durch die Boxen durchlaufen. Oh, aber kannst du draufstehen? Ja, irgendwie schon, das ist irritierend. Sag dir, das sind die Boxen auf dem Zug, weißt du noch? Ja. Das Level ist aber lang. Ja. Es reicht. Genug Party gemacht, ey. Das Display ist nicht nur voll mit Rechtsradikalismus, natürlich nicht ernst gemeinter, Internetwitzen und Insider sind dann auch voll mit Trollerei vom Hackerstelle. Ja, das ist doch gut. Vor allem haben wir jetzt 20 Minuten, wir müssen jetzt Pause machen. Oh, okay, dann mach das. Insofern, tschüss. Tschüss, meine Freunde. Einfach nur tschüss. Tschüss. Macht eine Wave-Party daheim. Ja, natürlich. Bis bald. Bis bald. Und weiter am Strand. Ja, das mach endlich. Nein, ich kann entscheiden, wann ich mein Video beende. Das kann mir keiner verbieten. Bla 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 bla. Ich bin ein vernünftiger deutscher Staatsbürger. Ich darf tun, was ich möchte, wenn ich in Deutschland bin. Ja, klar. Also tschüss. Tschüss.